Ach, hi! Der letzte Kaninchenmist für heute. Das wurde ja auch mal wieder allerhöchste Zeit, dass die Ställe alle gereinigt werden. Denn ich habe das die letzten 3 Wochen nicht gemacht. Und zwar ganz bewusst nicht gemacht. Denn wie ihr es ja mitbekommen habt, war es richtig, richtig kalt. Und ich habe mal gehört, wenn man dann den Mist drin lässt, also nicht immer gleich alles rausmacht, dann wärmt das von unten. Also der Mist produziert halt Wärme. Und ja, deswegen lasse ich den halt drin und packe dann halt immer ein bisschen Stroh oben drauf. Und so staut sich das dann halt an. Ich habe da jetzt bestimmt 10 solche Kübel rausgeholt. Das ist ja heute hier so ein Update-Video. Und da fangen wir mal bei den Kaninchen an. Da konntet ihr jetzt schon einiges sehen. Die Kleinen, die sind ja gewachsen. Das ist ja Wahnsinn. Die seht ihr jetzt alle gerade nicht. Und jetzt habe ich die anderen auch noch verscheucht. Und alles nur, weil ich hier unten gegen diesen Stock dran getreten bin. Naja, wie ihr seht, ist das jetzt ja alles sauber. Ja, hier ist ein kleines und noch ein kleines. Ja, die verstecken sich hier alle vor mir. Anfassen lassen sie sich teilweise auch schon. Bis sie merken, dass ich das bin, und dann reißen die aus. Ich finde ja, die sehen richtig, richtig toll aus. Die haben so eine tolle Färbung. Ihr konntet das ja jetzt selber sehen. Die meisten sind grau bzw. wildfarben und haben verschiedene Farbtöne. Also uns dunkel, hell und etwas rötliche geht das Ganze. Und 2 sind schwarz. Eins davon hat hinten so einen silbernen Pupser. Ich hatte mir da ja ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen gemacht, ob die Kaninchen diese Minusgrade im zweistelligen Bereich überstehen. Diese Sorge war scheinbar unberechtigt, denn wie ihr sehen könnt, alle 7 haben es problemlos überstanden. Ich denke mal, ich habe mir da umsonst zu viele Sorgen gemacht, weil einerseits ist es in diesem Innenbereich wahrscheinlich wärmer. Ich schätze mal bestimmt 5 Grad wärmer, als es draußen der Fall ist, weil dieses Dach ist halt doppelt halt. Oben ist zwar ein Loch drin, aber das macht nichts. Da gibt es noch eine Zwischenschicht und da sind so Sauerkrautplatten und das Ganze ist halt gedämmt in dem Sinne. Auf jeden Fall mehr gedämmt, als es hier in diesem Innenbereich der Fall ist, weil da oben neben den Spinnweben befindet sich nur eine Eindeckung ohne Dämmung. Ich hoffe, ihr seht es. Weshalb hier mein Trinkwasser, also in den Näpfen, ich habe ja nur noch Näpfe, eher eingefroren ist als da draußen in diesem Freibereich. Da habe ich jetzt in den letzten Wochen gefühlt an die 100 Nachrichten bekommen, ob ich denn irgendeinen Tipp habe, was ich mache, damit die Trinknäpfe nicht einfrieren. Und in der Tat habe ich da einen total genialen Tipp für euch. Da müssen wir jetzt noch mal hier reingehen, obwohl es ja schon ein bisschen dunkel geworden ist. Aber ich denke, ihr könnt mich trotzdem noch erkennen. Ja, der Tipp, den ich für euch habe, der ist folgender. Ihr braucht Wärme. Jawohl. Also Wärme ist das A und O, weil wenn es warm genug ist, friert das Wasser nicht ein. So einfach ist das. Ich habe mir da so ein Teil gekauft, ich glaube 35 Euro. Das ist so ein Gasbrenner, den schraubt man direkt auf die Gasflasche und dann kommen hier 2,5 Kilowatt Wärme heraus, also ordentlich warme Luft. Und das Ganze funktioniert allerdings nur bedingt, wenn man wie ich hier oben keine Dämmung hat. Aber ich denke mal so 2 Grad mehr als ich da draußen hatte, waren es hier drin bestimmt. Aber meine Näpfe sind trotzdem eingefroren. Grundsätzlich kann man meiner Meinung nach nicht viel machen, wenn man Frost hat. Außer man dämmt halt die Dächer und macht das Ganze irgendwie dicht und bringt da eine Heizung rein. Was anderes bleibt einem nicht übrig. Und da das bei mir ja noch nicht der Fall ist, habe ich folgende Methode angewandt. Ich habe die Näpfe einmal am Tag ausgetauscht. Also die eingefrorenen Näpfe. Die habe ich früh entnommen, habe die in einen Eimer getan, habe die bei mir in die Wohnung gestellt. Da konnten die dann einen Tag lang auftauen und habe dann halt einen zweiten Satz Näpfe, der halt einen Tag vorher ausgetauscht wurde und aufgetaut ist, habe ich dann wieder frisch mit Wasser befüllt und das Ganze hält dann ein paar Stunden. Ich wurde letztes Jahr schon mal darauf aufmerksam gemacht, dass warmes Wasser schneller gefriert als kaltes Wasser. Das vielleicht als echten Tipp für euch, falls ihr denkt, warmes Wasser, das dauert länger, ehe das gefriert. Da täuscht ihr euch. Wenn ihr es mir nicht glaubt, ihr könnt es googeln. Es ist tatsächlich so. Die Wissenschaft kann es nicht erklären, aber warmes Wasser gefriert schneller. Oh, hier müssen wir vorsichtig reingehen. Mein Bruno, der liegt nämlich wieder auf der Seite und schläft. Das macht er immer mal. Und da ist er eigentlich überhaupt nicht ansprechbar. Sieht immer total lustig aus. Ich denke immer, der stirbt, aber in Wirklichkeit schläft er bloß. Ja, und der säuft halt ein so einen Napf am Tag leer. Und für den war es natürlich
ärgerlich, dass die dann halt immer so schnell zugefroren sind. Ich kann euch nur sagen, früher, als ich klein war, meine Eltern, die hatten gar keine Wassernäpfe oder Trinkflaschen. Da waren die der Ansicht, dass Kaninchen eigentlich kein zusätzliches Wasser brauchen, weil die haben ja Heu und Futterrüben bekommen. Und Rüben bestehen ja fast nur aus Wasser. Und dieses Wasser der Rübe hat halt gereicht, um die Kaninchen mit Wasser zu versorgen. Ja, hin und wieder denke ich das bei manchen Kaninchen auch, wie zum Beispiel mein Pua. Hier oben mein Pua, eins meiner schönsten Kaninchen, die ich habe. Ursprünglich gehörte dieses Kaninchen dem Daniel, meinem Facebook-Manager. Und wie ihr sehen könnt, er hat sich total bei mir eingelebt. Er kommt ja dann irgendwann im Frühling auch raus. Jetzt ist er erstmal hier drin, weil er die Kälte eigentlich gar nicht gewohnt ist. Aber auch er hat es überstanden, denn ich habe ihm noch zusätzlich ein Häuschen hier reingestellt. Immer schön mit Stroh und Heu. Und da konnte er sich da zurückziehen und die Körperwärme hat ihn gewärmt. Aber er trinkt, wie gesagt, gar nichts oder so gut wie gar nichts und buddelt immer seinen Futternapf zu. Immer wenn ich den das hier reinstelle, macht er das. Ich weiß nicht warum, aber du wirst es schon wissen, warum. Genau wie der Pua ist auch mein Apollo ein Kaninchen, welches irgendwie kein Wasser braucht. Also ich mache das zwar immer frisch, aber ich habe das Gefühl, dass der da nichts draus trinkt. Und auch die Rüben frisst er so gut wie gar nicht. Aber trotzdem scheint es ihm ja gut zu gehen, ne? Stimmt's, mein Apollo? Du bist auch so richtig zahm geworden, was mir ja total gut gefällt. Und deine Ohren, die hängen ja doch ganz schön runter, weil das war ja der Grund, warum du nicht so gut bewertet wurdest bei einer Ausstellung, wo ich dich gekauft habe, weil deine Ohren irgendwie nicht richtig hängen sind. Ja gut, jetzt hängen sie wieder nicht. Naja, mir gefällt's, wenn er so Segelohren hat. Ich finde das cooler, als wenn das immer nur so langweilig hängt. Was macht mein Mini-Bounty? Der hat sich gerade geputzt. Ja, er hat auch eine rote Nase, weil der schnurpst nämlich an dieser roten Rübe, rote Beete ist das. Das frisst er total gern. Hingegen die Möhren lässt er komischerweise immer drin. Und auch er nimmt so gut wie gar kein Wasser. Auch nicht im Sommer. Und genauso ist das bei meinem ehemaligen Sorgenkind Eva Braun. Hier im Bilde. Mein braunes Kaninchen namens Eva, passt wunderbar der Name. Weil die frisst weder Rüben, Möhre hat sie scheinbar ein bisschen geknabbert, noch säuft die aus ihrem Wassernapf. Und sie ist kerngesund, wie ihr sehen könnt. Da gab es ja den ein oder anderen bösen Kommentar von den ein oder anderen, also nur ein paar Ausnahmen, die mich beschimpft haben, dass ich keine Ahnung habe von Kaninchen, weil ich gehe total falsch um und füttere das Falsche und was weiß ich, habe es mir gar nicht so genau gemerkt. Und die Eva Braun, die stirbt bestimmt, wenn ich nicht zum Tierarzt gehe, weil die ja Durchfall hatte und total unterernährt war. Ja, ich muss euch leider enttäuschen, meine Eva Braun hat es überlebt und ich war nicht beim Tierarzt. Der Durchfall war auch ganz schnell weg. Ich denke, das war einfach die Stresssituation, weil ich hatte ja die Bäume auf meinem Kaninchenstall da draußen liegen und die war erst neu. Wurde auch wirklich außergewöhnlich dolle gejagt, was normalerweise sich so nach ein paar Stunden oder spätestens ein, zwei Tagen legt, aber in dem Fall halt nicht. Und deswegen habe ich sie ja dann hier reingesetzt. Ja, und mein mittlerweile Lieblingskaninchen hier, der Sepp. Also Sepp, du bist ja wirklich total toll. Der Papa der neuen kleinen Kaninchen. Und wenn du nicht gestreichelt wirst, ne, dann fühlst du dich gar nicht so toll. Also er fühlt sich, glaube ich, immer noch toll, weil er hat ja hier 2 Quadratmeter, den größten Stall überhaupt. Und dieses Jahr kommt er raus mit Bruno zusammen. Das ist zumindest mein Vorhaben. Ich hoffe, die beiden verstehen sich. Weil die Außenstelle, dieser blaue da, den kennt ihr vielleicht, da sollen die beiden einziehen. Und dann dürfen die tagsüber bei mir frei auf dem Grundstück herumhoppeln. Ich muss bloß gucken. Ich hatte ab und zu mal einen Hund bei mir auf dem Grundstück, der halt einfach unkontrolliert hier reinrennt, ein Schäferhund. Ich glaube, das passt nicht gut zusammen. Da muss ich wohl immer meinen Zaun schließen oder mein Tor. Aber Sepp, das ist ein Kaninchen, das mit Abstand zahmste Kaninchen. Das ist so ein richtiges Genießerkaninchen. Also der wird so gerne, der lässt sich so gerne streicheln, das ist wirklich Wahnsinn. Da hängt er immer so den Kopf raus und dann stupst er mich mit der Nase an und will mir damit klar machen, bitte streichle mich etwas. Und das mache ich dann natürlich immer, jedes Mal, wenn ich hier bin. Man kann auch richtig so mit dem Kopf hingehen und das lässt er sich voll gefallen. Ja, das ist wirklich ein tolles Tier. Hm, mein Guter. Vielleicht hat er ja auch die Gene weitervererbt an die Jungtiere. Die stehen übrigens zum Verkauf. Eigentlich sind es ja meine
wie es halt bei mir ist. Schlachtkaninchen, dafür habe ich die extra gezüchtet. Nur deswegen gibt es die. Nur gefallen die mir jetzt schon wieder so gut, weil die sehen einfach so wieder toll aus, dass ich mir das jetzt momentan nicht vorstellen kann, dass ich die irgendwann mal schlachte. Aber dafür sind sie nun mal da. Ich als teilweise Selbstversorger möchte ja mich selbst mit Fleisch versorgen. Ich esse ja gerne Fleisch und da sollen die Kaninchen halt ein schönes Leben vorher bekommen, bevor es halt dem Ende zugeht. Und wenn jemand so ein Kaninchen halt kaufen möchte, dann kann er das tun. Allerdings bitte nicht aus Mitleid, weil da habe ich was dagegen. Also Liebhaber dürfen das gerne machen, die ein so zahmes Kaninchen und großes Kaninchen gerne haben möchten. Der Preis beträgt 35 Euro. Damit will ich nämlich vermeiden, dass irgendwelche Mitleidsmenschen die Tiere kaufen. Und deswegen dieser Preis. Na, allerdings, wenn die so zahm werden wie du, mein Sepp, dann bringe ich das eh nicht übers Herz. Dann kann ich ein Tier nichts zuleide tun. Das muss ich irgendwie verhindern. Ich bin ja einer, der manchmal auch Kaninchen rettet. Wie zum Beispiel den Bruno, den habe ich ja gerettet. Der sollte auch geschlachtet werden. Allerdings fand ich den halt zu toll und habe ihn gerettet. Und seitdem lebt er halt bei mir. Na Stella, was machst denn du hier oben? Da oben sind keine Mäuse. Ich habe letztens eine Maus, die war bei mir im Futtersack hier. Habe ich ihr hingetan. Und ja, dann ist sie ausgerissen. Die Stella ist hinterhergerannt. Und die Maus rannte halt hier unter dem Auto entlang, unter dem Anhänger und dann da rein und das war's dann. Die Stella hat dann hier davor gesessen, aber die Maus kam nicht mehr raus. Ich war ja jetzt aufgrund der Kälte 2 Wochen zu Hause und habe wirklich ganz viel gemacht. Also Tag und Nacht nicht. Nachts habe ich geschlafen, aber jeden Tag von früh bis abends habe ich hier irgendwas getan. Und in einer Woche, also in der letzten Woche, nicht in dieser, sondern in der letzten Woche, war der Tobias bei mir. Ich grüße dich, Tobias. Du bist wirklich eine Kraft, also eine unterstützende Kraft, sage ich jetzt dazu, weil du hast mir einiges an Arbeit abgenommen. Wie zum Beispiel das Holz von meinem zukünftigen Mini-Shetland-Pony-Gehege, welches ja hier hinten hinkommen soll. Dieser Misthaufen, den werde ich noch demnächst umräumen, da kommt dann ganz darunter. Dann ist nämlich hier auch noch mehr Platz. Und dann hole ich meinen einen Kumpel mit dem Bagger und da reißt dann noch die Bäume alle raus. Da die Baumstämpfe auch, Stümpfe auch, hier unten sind noch welche, da hatte ich schon mal mit der Handsäge das alles rausgemacht. Und hier dieses ganze Holz, vielleicht könnt ihr euch erinnern, da war noch einiges Holz gelagert von früher. Das hat der Tobias mit noch einem Kumpel alles runter in eine Scheune gebracht, die auch aufgeräumt jetzt ist. Die war nämlich vorher fast nicht begehbar, das ist da, wo mein Stroh gelagert ist. Unten drunter, wir gehen jetzt gleich mal hin, ich zeige es euch. Aber auf dem Weg dahin laufen wir ja zufällig hier vorbei und da hat der Tobias auch treue Dienste geleistet. Alles ehrenamtlich, muss ich noch dazu sagen. Er wollte kein Geld haben. Ich habe ihm trotzdem ein bisschen was gegeben, jetzt kein Geld, aber eine Kettensäge hat er von mir bekommen, eine gebrauchte, die ich nicht mehr haben wollte, weil ich ja eine neue habe. Und diese, ihr könnt euch vielleicht erinnern, Badewanne, die stand immer hier, wo diese jetzt freie Fläche ist. Da war so ein gefliester Bereich mit Beton und da stand eine Badewanne drauf. Ja, ursprünglich war das mal so ein Partybereich, wo so eine Überdachung stand mit Bänken drunter. Und diese Badewanne, die wurde irgendwann mal von diesem Wohnhaus, wo ich jetzt auch bald wohnen werde, da im Hintergrund, wurde die hier rausgetragen und seitdem stand die da. Zwischendurch wurden mal Seerosen drin gelagert, aber da hat sich auch keiner drum geschert und ich habe die jetzt endlich mal entsorgt. Und dank Tobias auch die ganzen Betonsachen jetzt hier auf diesen Haufen liegen. Da war ja jetzt vor kurzem noch ein anderer Haufen, Steinhaufen. Den haben wir jetzt mit dem Container schon entsorgt. Und hier liegen jetzt schon wieder neue Steine. Die stammen von meiner Wohnung. Da habe ich noch eine Zwischenwand rausgerissen. Ja, und diese Betonsachen, das muss ich auch wieder getrennt entsorgen, weil das ist richtig teuer, wenn man heutzutage Bauschutt wegbringen möchte. Ein Container hat mich 700 Euro gekostet. Das ist Wahnsinn, was die da an Geld verlangen. Das ist einfach nur Bauschutt und das kostet so viel Geld. Wahnsinn. In meine Werkstatt müssen wir gar nicht reingehen, weil da habe ich nichts gemacht. Nicht einen einzigen Futternapf hergestellt, gar nichts. Ich habe die Zeit nicht. Ich habe es ja gesagt, frühestens im Mai geht es wieder los. Ich schaffe es einfach nicht, weil meine Wohnung hat jetzt primär wirklich obersten Vorrang. Die muss fertig werden. So, wenn wir jetzt hier hinterlaufen, da stand ja noch so Sperrmüll und hier noch so ein alter Betonmischer und das ist jetzt auch entsorgt. Jetzt gibt es immer noch einiges, was weg muss. Aber hier dieser Scheunenbereich, ich weiß gar nicht, warum die Tür nicht aufgeht, weil sie festgefroren war. Ja, ich glaube, ihr könnt es eh nicht erkennen. Ich beschreibe es euch mal. Jetzt ist hier Platz. Also hier ist richtig viel Platz. Seht ihr mich überhaupt noch? Hier ist es ziemlich dunkel.
Und da liegt jetzt das restliche Holz von da hinten. Und ansonsten ist hier Platz. Mehr gibt es hier gar nicht dazu zu sagen. Vorher waren da Unmengen an Holzplatten, wo die früher irgendwelche Fahrzeuge hier damit verkleidet haben. Das war dann noch gelagert, allerdings nicht mehr zu gebrauchen oder für mich nicht zu gebrauchen. Das haben wir jetzt alles entsorgt. Also ich bin da mit meinem Anhänger, mit meinem neuen Anhänger mehrfach zum Wertstoffhof gefahren, habe diese Platten entsorgt und dazu noch einen riesen Heuhaufen, der total alt war, der lag da drin rum. Alles weggeschmissen. Ja, es wird immer dunkler. Wir müssen uns beeilen. Wir gehen noch mal kurz in meine Wohnung. Da gibt es auch einiges zu berichten. Ich hatte mir als Ziel gesetzt, dass mein Bad fertig ist, also inklusive Fliesen. Das habe ich leider nicht geschafft. Die einzige Veränderung ist neben diesem Chaos, den ich heute schon wieder hier verursacht habe, dass jetzt hier drin diese Wasseranschlüsse sind. Da kommt dann dieses Duschpanel dran. Das zeige ich euch dann, wenn es montiert ist. Ja, das war auch gar nicht so einfach, weil ich kenne mich damit nicht aus. Und jetzt habe ich heute erfahren, dass ich es hätte etwas einfacher machen können. Deswegen guckt euch jetzt nicht so viel ab, weil man kann es deutlich einfacher machen. Da hinten seht ihr jetzt hoffentlich den Wasseranschluss. Und da geht jetzt so ein Wasserrohr hier rein. Und dann blende ich jetzt hier so ein Foto ein. Da seht ihr das, wie das dahinter verläuft. Hinter dieser Gipskartongeschichte. Und hier hängt jetzt ein Durchlauferhitzer, der wird mit Kraftstrom betrieben, deswegen hier oben dieses dicke Kabel. Und dieser Durchlauferhitzer, den kann man theoretisch auch mit sogenannten flexiblen Wasserrohren, also Wasserschläuche sind das ja dann, anschließen. So aus Metall sind die, so geflecht. Und die würden jetzt einiges an Friemelarbeit erleichtern, weil ich habe mich da wirklich schwer getan, mit diesem stacheln grünen Rohrzeug das irgendwie passgenau da hinzufriemeln. Ja, dann habe ich schon gedacht, nee, irgendwie passt das hinten und vorne nicht, so wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. Also es hat zwar gepasst, aber diese Arbeitsweise hat mich enorm aufgehalten. Das liegt einfach daran, dass ich hätte diese flexiblen Rohre nehmen sollen. Da habe ich sogar dran gedacht, habe die aber im Baumarkt nicht auf die Schnelle gefunden. Und dann habe ich gedacht, naja, ich mache das einfach mit meinen grünen Rohren, die hatte ich eh noch da. Ja, und das hat mir aber die Arbeit enorm erschwert. Aber das ist nicht der Grund, warum der Rest vom Bad nicht fertig geworden ist, sondern diese beiden Räume sind der Grund. Ah, es ist schon viel zu dunkel, schade eigentlich. Ich habe auch leider keine Lichttechnik heute dabei, weil es schnell gehen muss. Aber hier hat sich einiges geändert. Wenn ihr jetzt mal hier hochschaut, ihr seht jetzt diese Balken, die liegen jetzt komplett frei. Und das ist alles toll verkleidet mit diesem Holz, was ich auch verwende, wenn ich Kaninchenställe baue. Und hier drüben in der Stube ist das genauso richtig toll. Und das Schöne dabei ist, ich habe jetzt endlich eine Raumhöhe, mit der ich mich anfreunden kann. Weil, vielleicht könnt ihr euch erinnern, vorher war die Decke unter diesen Balken ungefähr noch 2-3 cm darunter befestigt. Ja, und dazwischen war halt Lehm, Strohgemisch. Insgesamt ungefähr 5 Tonnen von diesem Lehm-Strohgemisch habe ich hier mit ein bisschen Unterstützung durch den Tobias und auch noch einen anderen Kumpel herausgepickert. Ganz mühselig. Es war eine Heidendreckarbeit. Also ich habe lange nicht mehr so eine dreckige Arbeit gemacht. Und das ganze Zeug haben wir dann im Container abholen lassen. Jetzt habe ich hier diese Lattung drunter geschraubt, die mit Hilfe eines Lasers ausjustiert wurde. Und da ist dann halt noch eine Dämmung dazwischen gekommen. Und das Ganze habe ich dann jetzt mit diesem Panelholz verkleidet. Das war auch sehr aufwendig. Also hier hätte ich locker 10 Kaninchenställe draus bauen können aus diesem Holz, was hier an der Decke ist. Das wird jetzt auch so bleiben. Das ist jetzt sozusagen schon die Deckenendmontage. Das Einzige, was ich noch machen werde, diese freiliegenden Balken, die werden natürlich noch ordentlich geschliffen, dass die schön aussehen und dann wird das Ganze noch lackiert. Ja, dieser Balken, das ist halt ein ganz alter, der ist so grenzwertig in der Höhe, den muss ich dann auch noch schleifen und ich hoffe, dass er dann auch schön aussieht. Und dann ist das mit der Decke schon Geschichte, das war eins der schwierigsten Arbeiten. Neben der Fußbodengeschichte, die Fußböden, das war ja auch grausam. Die sind jetzt auch fertig, beide Räume. Da sind ja Balken drunter. Also aller Meter sind da Balken halt vom Hausbau schon original und die sind krumm und schief. Also sowas krumm und schiefes habe ich noch nicht erlebt. Ich habe ein Gefälle von da nach da auf dieser Strecke von 6 cm und von da nach da teilweise zwischen 2 Meter Abstand von den Balken waren die auch auf 6 cm unterschiedlicher Höhe. Und das Ganze war halt extrem schwer, den Boden irgendwie eben anzupassen. Weil ich habe ja auch nicht unbegrenzt Raumhöhe. Ich könnte ja jetzt nicht, oder ich könnte ja einfach unten den Balken, die Balken neu aufschrauben und die Höhe ausgleichen.
Dann hätte ich aber in die Richtung halt 6 cm höher gemusst und dann wäre ich wieder zu nah an der Decke gewesen. Demzufolge habe ich mich entschieden, das Gefälle zu lassen. Also mein Raum hat jetzt 6 cm Gefälle von da nach da. Das ist jetzt nicht so die dramatische Welt. Also ich glaube, das fällt dann gar nicht mehr auf, wenn dann die Möbel drin stehen. Jetzt sieht man das natürlich, weil gewisse Kanten, wie da zum Beispiel am Übergang, einsehbar sind. Hier kommt dann aber noch eine Zwischenwand, eine kleine rein. Dann sieht man das auch nicht mehr, dass da 6 cm Absatz ist. Und da kommt noch eine Türschwelle dazwischen. Ja, wenn dann die Türschwelle hier ist, dann denke ich mal, wird das auch kaum auffallen. Und nebenbei erwähnt, seht ihr jetzt auch schon ganz viele Kabel hier rumhängen. Weil ihr wisst, dass vielleicht, ich bin Elektroinstallateur und kenne mich mit sowas aus. Deswegen mache ich das alles selbst und kann somit eine Menge Geld sparen. Weil ich habe jetzt hier eine Menge Geld für diese Entsorgung dieser Lehm-Stroh-Gemisch-Geschichte bezahlt und irgendwo muss ich jetzt wieder sparen. Hier in diesem kleinen Nachbarzimmer, was jetzt zum großen Zimmer geworden ist, weil hier stand nämlich auch eine Wand, das ist die, die ihr jetzt draußen gesehen habt, auf dem Schutthaufen, zumindest die Steine. Das lose Geröll befindet sich auf dem Container, hier habe ich sogar Licht. Ja, und das habe ich jetzt hier, die Wand habe ich rausgemacht, weil die soll etwas weiter hinter, damit ich zwei gleichmäßig große Räume habe und ich denke, das wird dann erst nach April was, im Sommer irgendwann, wird hier eine Tür reingebaut. Also da wird das ganze Dach alles neu gemacht, aufgerissen, kommt hier eine Tür rein, das will ich auch selber bauen, die Balkenkonstruktion und dann wird das hier so wie so ein kleiner Gästebereich mit Ausgang direkt nach hinten zu meiner, ja, zu meinem Hof halt. Weil momentan muss ich immer vorne raus und durch die unterste Werkstatt, die befindet sich hier unter diesem Dach, durchlaufen und dann komme ich dann halt den Weg hier hoch und so will ich direkt einen Weg hier raus schaffen mit irgendwie einer Brücke oder so. Das mache ich auf jeden Fall, weil das ist eine richtig coole Sache und das wird aber halt, wie gesagt, erst im Sommer was. Beinahe habe ich es vergessen. Es gibt wieder zwei Leute, die ich grüßen möchte. Einmal die Victoria Jagel. Sie hat nämlich als neue Ehrenabonnentin, ich grüße dich, 10 Euro gespendet und schreibt dazu, habe absichtlich heute erst gespendet, um nicht in den Lostopf zu kommen. Sie meint dabei das Gewinnspiel, weil ich habe ja da eine Sonderspielregel einberufen, dass halt meine Ehrenabonnenten automatisch mögliche Gewinner sind, weil ich da so ein Airbrush-Kaninchen herstelle und das dann halt verlose. Mach so weiter und verlier den Antrieb nicht. Liebe Grüße, Victoria und die Kaninchen, Lennart und Stella. Stella, den Namen finde ich besonders toll, weil meine Katze heißt ja auch so. Lennart ist aber auch cool. Ja, den Antrieb verliere ich nicht. Glaube ich nicht. Also mich motiviert das hier total. Das Einzige, was mich demotiviert, ist das enorme Geld, was hier drauf geht. Ich habe übrigens, ich musste es machen, mein Liegefahrrad wieder verkauft. Das war ja so ein Traum von mir, dass ich mir das mal leiste und dann habe ich es wieder verkauft, weil ich brauchte einfach das Geld für diese Kosten, die ich jetzt hier habe. Und das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, was ich damit anfangen konnte. Also das Geld für den Liegefahrrad ist in den 2 Wochen völlig draufgegangen. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich habe ja noch wirklich große Schritte vor mir. Die ganzen Trockenbauwände, die Fenster kommen alle neu rein. Die baue ich halt auch selber rein. Also Trockenbau mache ich auch alles selber. Fenster alles neu. Bei der Heizung lasse ich mir ein bisschen helfen, weil die alten Heizkörper müssen erstmal gekappt werden, um den Trockenbau aufzubauen. Und dann müssen die Rohre etwas versetzt werden, dass die Heizkörper später bei den Trockenbau halt wieder hinpassen. Da kommen dann übrigens auch neue Heizkörper hin, aber die einfachsten vom Baumarkt, da ist wenig Budget und ein Kamin ist noch geplant, der auch nicht viel kosten wird. Ein kleiner Kamin, einfach damit ich unabhängig heizen kann. Ja, dann möchte ich noch den Kane grüßen. Ja, Kane, das ist der Neffe vom Daniel. Ich grüße dich. Du hast zwar nicht über PayPal gespendet, du hast mir aber einen Brief geschickt und da hingen 2 Euro dran, weil ihr kein PayPal habt. Ich mache da ja mal eine Ausnahme, weil ich möchte eigentlich, dass das komplett über das PayPal-Konto läuft, weil man dann halt einsehen kann, wer was gespendet hat. Aber in dem Fall konnte ich es mir jetzt nicht aussuchen, du hast es mir zugesendet. 2 Euro hast du von deinem Taschengeld geopfert, das ist eine Menge Geld für dich, ich weiß das. Ich finde das auch super toll, dass du das gemacht hast, aber eigentlich möchte ich das gar nicht. Ich möchte nicht, dass Leute mir Geld geben, die vielleicht selber knapp bei Kasse sind oder irgendwie nur wenig Taschengeld haben. Das ist irgendwie dann, da fühle ich mich nicht gut dabei, auch wenn ich mich trotzdem freue. Ja, ich freue mich, dass du so ein toller Mensch bist und mir diese 2 Euro gibst. Momentan sind da auf diesem Konto insgesamt 450 Euro und 50 Cent eingegangen. Und ich schaue gerade, wie viel jetzt momentan noch drin ist, weil davon habe ich ja dieses Außengehege bezahlt und ich glaube, 2-mal fürs Patenkind das Geld weggenommen und 1-mal dieses Paket, was zu dem neuen Patenkind gegangen ist, habe ich auch davon bezahlt.
ich sehe es jetzt gerade gar nicht hier, aber ich glaube 250 oder 240 Euro waren noch übrig. Ihr könnt das übrigens selber einsehen. Ich verlinke unten in dieser Beschreibung dieses PayPal-Konto und dann könnt ihr selber sehen, was da so angesammelt ist und euch das durchlesen, falls ihr auch was gerne spenden möchtet. Freue ich mich wahnsinnig drüber. Ich kann es nicht sehen, ich weiß nicht, irgendwie sehe ich nicht, wie viel Geld jetzt gerade noch drin ist, aber 240 glaube ich. Ich denke mal, wenn so um die 350, 400 Euro da sind, dann werde ich, dann ich denke mal so im Mai, von diesem jetzigen Außengehege das Dach erneuern. Das möchte ich dann auch gerne von dem Geld machen, weil dafür ist es ja da. Ihr unterstützt mich bei den Projekten und ich gebe in Form von Videos euch das Ganze wieder. Also nicht das Geld, sondern ich mache dann halt Videos, zeige euch das Ganze und hoffe, ihr freut euch dann und ich kann euch ein bisschen inspirieren durch die Sachen, die ich halt baue. So, jetzt sind wir jetzt mal vorne rausgegangen aus diesem Eingangsbereich, den ich vorhin erwähnt hatte, dass ich da immer raus muss, dann durch die Werkstatt da wieder rein und dann hinten wieder raus. Und das will ich mir ersparen. Hier vorne befindet sich ja noch ein Gebäude, das ist meine Airbrush-Werkstatt. Da habe ich die Woche auch mal wieder geairbrushed, denn den Auftrag habe ich entgegengenommen, weil ich einfach das Geld brauche. Und das musste jetzt im März fertig werden. Das könnt ihr jetzt hier sehen, was ich da getan habe. Das ist ein Motorradtank von einer Shopper und das war ein Wunschmotiv der Kundin und der Empfänger weiß jetzt gar nicht, dass er das bekommt. Das ist so eine Überraschung. Seine Freundin hat ihn damit überrascht. Und der Container wird dann jetzt nächste Woche, wenn ich wieder auf Montage bin, abgeholt. Ja, das seht ihr jetzt noch von der Wand, den restlichen Schutt. Und darunter befindet sich noch die Deckenschüttung der Wohnzimmerdecke. Und alleine für diesen Container werde ich wahrscheinlich mindestens 400 Euro beraffen müssen. Das ist Wahnsinn, was die an Bauschutt, sobald da hier ein bisschen Stroh oder so dabei ist, muss man da richtig viel Geld bezahlen. Ich rede da von 150 Euro die Tonne und das ist mehr als eine Tonne, ganz sicher. Und dann kommt noch die Transportsache dazu und die Mehrwertsteuer und dann ist man ruckzuck über 400 Euro. Wie gesagt, bei den anderen Containern, da war das voller, hatte ich eine Rechnung von knapp 700 Euro bekommen. Ich glaube, in ganz Deutschland sind jetzt wieder Plusgrade angesagt. Also ich bin ja völlig Fan von Frühling und ich hasse Winter. Und das ist heute der mit einer der schönsten Tage, die ich lange erlebt habe. Euch geht es bestimmt genauso. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, wenn ich es schaffe, aber ich schaffe es nicht, drehe ich noch ein zweites Video. Da ich es nicht schaffe, weil die Sonne, seht ihr ja da im Hintergrund, ist schon untergegangen. Das ist einfach zu dunkel. Werde ich euch auf jeden Fall aber jetzt noch erklären, um was es beim nächsten Video gehen wird. Thema wird nämlich sein, meine Obstplantage. Obstplantage ist vielleicht zu viel gesagt. Und ich glaube, es wird allerhöchste Zeit, dass ich hier mal ein bisschen die Bäumchen verschneite. Ja, der ist nämlich so ein Birnbaum. Da muss einiges abgeschnippelt werden. Bei dem muss nicht so viel abgeschnippelt werden. Das ist ein Apfelbaum. Ach nee, das war auch ein Birnbaum. Da steht bloß das Etikett, weil hier steht jetzt mein Apfelbaum. Und da sieht man nämlich jetzt schon diese Fruchtknospen, das sind alles Fruchtknospen, habe ich mir sagen lassen. Da muss ich auch ein bisschen dran rumschnibbeln, aber nicht so viel. Aber der hier hinten, da sind so zwei Geschosse, wie man das nennt. Konkurrenztriebe heißt das, wenn die so zwei hier hochwachsen. Da muss ich auch ein bisschen dran rumschnibbeln. Und das wird dann Thema des nächsten Videos. Also ich habe nicht nur die Bäume, ich habe da noch ein paar andere Bäume da hinten stehen. Ein Pflaumenbaum. Jetzt kommen bestimmt viele von euch auf die Idee, er hat überhaupt Ahnung davon, weil da kann man ja viel verkehrt machen. Und ich kann euch sagen, ich habe keine Ahnung. Beziehungsweise hatte ich die nicht, bevor ich den Dominik Schreiber kennengelernt habe. Den habe ich auf einem anderen YouTube-Kanal von den Selbstversorger Rigotti entdeckt und habe den dann spontan angeschrieben und habe gefragt, ob er mich mal kontaktieren könnte, weil ich habe ein paar Fragen und ich würde gerne auch ein Video dann drehen über Baumverschnitt und er kennt sich aus, weil der Dominik Schreiber hat einen eigenen YouTube-Kanal. Ich verlinke den schon mal hier unten in der Beschreibung. Da könnt ihr mal drauf schauen. Das ist erstens ein cooler Typ und zweitens hat er wirklich Ahnung, weil die sind aus Österreich, die züchten dort Bäume. Also die bauen die an. Ich weiß nicht, ob man das Züchten nennt. Nee, eigentlich nicht. Also die vermehren Bäume, Obstbäume und verkaufen die auch und auch die Früchte, die die dort herstellen oder produzieren. Auf jeden Fall weiß der Bescheid. Der weiß, der kann das total leicht erklären, wie man Bäume richtig verschneitet. Und er hat mir das, in meinem Fall hat er das bei mir halt gemacht. Er hat gesagt, ich mache mal eine Ausnahme. Normalerweise geht es nicht, dass ich jeden einzelnen Kunden oder Anfragenden erkläre, wie er seine Bäume zu verschneiden hat. Aber in deinem Fall erkläre ich dir das, weil du ja ein Video darüber machen möchtest. Und ich hätte gerne, dass du das ordentlich erklärst.
Und ich gebe mir halt Mühe, dass ich das wiedergebe, so gut ich kann. Und ihr könnt ja trotzdem noch bei ihm auf den Kanal schauen, wie er Bäume bei sich verschneitet. Und ich mache es halt am Ende genauso. Und da nehme ich euch mit. Mein Kontostand, habe ich ja vorhin auch schon anmerken lassen, zwingt mich wieder auf Montage. Ich bin nächste Woche nicht da. Und jetzt ist es ja auch schon Sonntagabend. Das heißt, ich mache jetzt hier alles dicht. Und dann geht es wieder auf Montage. Also hört ihr frühestens eine Woche wieder was von mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und sage ciao, bis zum nächsten Mal, euer Jörg.